Also was ich am spannendsten finde, ist einmal, dass es ja so ein bisschen Graswurzelbewegung ist. Also Schule ohne Rassismus lebt davon, dass auch Schüler und Schülerinnen sich beteiligen. Und schon junge Leute erfahren, Engagement macht Spaß und sinnvoll. Und sie werden wertgeschätzt, im besten Fall natürlich manchmal auch gedisst. Das finde ich gut, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Wir leben ja in Zeiten, wo immer sehr viel autoritär verlangt wird. Du musst das machen, du musst das erfüllen, du musst die und die Pflichten und immer mehr Normen werden erfüllt und Schule ohne Rassismus widersteht dem Drang ja und sagt, nein, das ist freiwilliges Engagement und das finde ich wichtig. Also weil es immer schwieriger ist, auch Menschen, auch Jugendliche zu motivieren, sich überhaupt längerfristig und freiwillig zu engagieren. Und wenn man das nicht ganz früh schon lernt, dann macht man es nie mehr,